Hi Leute, ich begrüße euch heute am Samstag und ich drehe mal eben heute Morgen extra einen Teil für euch ab. Und zwar hat mich da der Thorsten drauf gebracht, ein Kurzerklärt zum Thema, wie stelle ich meine Dosiermengen am Aqua ein, beziehungsweise wie ermittle ich meinen Verbrauch. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, Leute, das Ermitteln bzw. herausfinden, was braucht mein Aquarium, wie viele Versorgungsflüssigkeiten muss ich zuführen, ist relativ komplex, kompliziert und von Versorgungssystem zu Versorgungssystem unterschiedlich. Die meisten Hersteller oder einige Hersteller haben ihre eigenen Tools, um das zu errechnen. Es gibt auch ein Gesamttool, wo das Ganze drin vereint ist, komme ich nachher zu. Wichtig ist erstmal, dass wir vernünftige Ausgangswerte haben, Basiswerte, mit denen wir arbeiten können. Also sprich, wir müssen eine vernünftige Messung machen. Das Thema Messen hatte ich schon mal angesprochen. Ich verlinke euch das oben hier nochmal in der Seite. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Das sind, glaube ich, zwei Videos. Da hatte ich noch irgendwo ein Update zu gemacht. Das ist die Grundlage für all das, was wir im Prinzip im Aquarium machen. Wir müssen hingehen und müssen zuverlässige Messwerte haben. So, jetzt nehmen wir mal als einfaches Beispiel den KH. Den KH, den kann man ganz einfach anheben, entweder mit den normalen Flüssigkeiten, die wir von unseren Herstellern gekriegt haben. In der Regel steht drauf, wo was drin ist und an was sich das entsprechende Versorgungssystem orientiert. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit hinzugehen und die entsprechenden Mittelchen bzw. Salze direkt ins Wasser zu geben bzw. ins Technikbecken oder vorher aufzulösen. Da gibt es auch dementsprechend Formeln zu. Wie zum Beispiel für den KH ist einfaches Kaisernatron, Natriumhydrogencarbonat. Das Mittelchen kriegt man überall hinterhergeworfen, ist eine recht günstige Angelegenheit. Nachteil an der ganzen Sache ist, wenn man das natürlich jetzt nicht über das Versorgungssystem anhebt, sondern so, dann fehlen natürlich auf der anderen Seite die Spurenelemente, die vielleicht mit in diesem Mittel, wo der KH mit angehoben wird, drin ist. Das muss man bedenken. So, beim Natriumhydrogencarbonat ist es so, dass man 3 Gramm, ich blende euch das auch noch mal kurz ein, 3 Gramm auf 100 Liter erhöht den Wert um einen Punkt. Das heißt also, wenn ich da hinten 625, rechnen wir mal 600 Liter habe, dann sind wir bei Adam Riese, Eva Zwerg, 33 Gramm. Nein, falsch. 18 Gramm. So, jetzt habe ich es. 18 Gramm, die ich brauche, um da hinten in dem Becken einmal einen Punkt anzuheben. Mit reinem Natriumhydrogencarbonat, also Kaisernatron. Wichtig an der ganzen Sache ist, wie eben schon gesagt, ich muss erstmal einen Wert ermitteln. So, ich gehe jetzt hin, messe am Tag 1. Und wichtig an der ganzen Sache ist, ich muss natürlich im Auge behalten, was habe ich für ein Becken, wie ist mein Besatz, habe ich schon Verbrauch. Wenn ich jetzt in meinem bestehenden Becken hier hinten einfach mal die Zufuhr an KH ausstelle, dann wird es für mich ganz schnell ganz problematisch, weil mein Becken da hinten sehr, sehr viel zieht. Das ist wichtig. Also erstens, ich gehe hin und messe meinen aktuellen Wert. Dann gehe ich hin und deaktiviere die Zufuhr, falls sie schon installiert ist, an KH-Mittelchen bzw. an Versorgungsmaterial für diesen zu messenden Bereich. So, dann gehe ich hin und messe einen Tag später oder einen zweiten Tag später, je nachdem, wie viel Korallenbesatz drin ist. Das ist allerdings im Endeffekt für unsere Rechnung gleich noch wichtig. Ich sage jetzt mal, ich mache hier hinten für einen Tag, für mein Becken. So, stelle die komplette Versorgung aus und habe am ersten Tag gemessen den Wert 8. So, am zweiten Tag, direkt danach, habe ich einen Wert gemessen von 6. Das heißt, mein Becken verbraucht am Tag
einen Wert von 2 Punkten, also sprich, es fällt um 2 Punkte ab. Um 2 Punkte in meinem Becken im Endeffekt anzuheben, habe ich ja eben gesagt, wir brauchen 18 Milligramm Natriumhydrogencarbonat. Und für einen Punkt, das heißt, das Doppelte sind 36, das heißt, 36 Milligramm Natriumhydrogencarbonat müsste ich pro Tag da reinbringen. Wenn ich jetzt eine Messung über mehrere Tage machen muss, damit ich einen genaueren Wert kriege, weil mein Verbrauch noch nicht so hoch ist, wie zum Beispiel beim Calcium oder zumindest bei mir ist es so, dann muss ich auch die entsprechende Menge, die ich ermittelt habe, ich sage jetzt mal die Menge X, meinetwegen 50 Gramm von was auch immer, die muss ich durch die entsprechende Anzahl der Tage teilen. Und dann komme ich auf den Wert, den ich im Endeffekt habe, um zu sagen, okay, das ist mein Tagesverbrauch. Das ist wichtig. Ich muss den tatsächlichen Tagesverbrauch haben. Jetzt ist es so, dass ich einige Werte, wenn ich sie anheben möchte, nicht zu schnell anheben darf. Das ist beim Magnesium so, das ist beim Calcium so, das ist beim KH so. Beim KH ist es ganz besonders wichtig, weil einige Tiere da sehr empfindlich drauf reagieren. Meine Maxime ist es, wenn ich einen KH-Sturz hatte, aus welchem Grund auch immer, dann hebe ich maximal einen Punkt pro Tag an. Je nach Tierbesatz kann man auch, 2 Punkte anheben. Das ist aber schon relativ schwierig. So Tiere wie Hammerkorallen, also sprich Euphilien, reagieren auf KH-Anhebungen, zu schnelle KH-Anhebungen zum Beispiel, sehr empfindlich. Und da gibt es im Prinzip ein entsprechend vernünftiges Tool, wo ich jetzt sagen muss, ich mache dafür keine Werbung. Ich bin genauso User wie jeder andere auch. Ich bezahle im Endeffekt auch jedes Jahr das, was man hier zu braucht. Und zwar ist es im Endeffekt der Aquakalkulator. Der Aquakalkulator ist ein sehr, sehr geiles Tool. Und da kommen wir dann jetzt zu. So Leute, kommen wir jetzt hier mal zum Aquakalkulator. Der Aquakalkulator ist ein kostenpflichtiges Tool, was ich dementsprechend zumindest hier bei mir auf dem System pro Jahr mit einem Abo bezahlen muss, damit ich das in vollem Umfang nutzen kann. Der Umfang ist unter anderem natürlich, dass ich einerseits auf dem aktuellen Stand bleibe, was Salze und Versorgungssysteme betrifft, und ich habe die Möglichkeit der entsprechenden Cloud-Funktion, wo dann meine Daten gespeichert werden. Wenn ich das Ganze auf anderen Geräten nutze, werden diese Daten synchronisiert. Also sprich, auf meinem Handy zum Beispiel habe ich den Aquakalkulator auch. Und durch die Cloud-Funktion habe ich da auch die aktuellen Werte. Also sprich, wenn ich mal nicht meinen Rechner zur Hand habe beim Messen und neue Daten eingeben möchte, kann ich das auch auf dem Handy machen. Das sieht dann alles ein kleines bisschen anders aus, aber wir gehen jetzt erstmal hier von dieser Version aus. Also das läuft auf einem Mac. Das ist die Mac-Version, die ihr hier seht. Und im Endeffekt ist es so, ich gebe hier jetzt erstmal mein Beckenvolumen an. Ich gebe eine Wasserwechselmenge an. Wenn ich mir das ganze Volumen hier errechnen lassen will, von meinem eigentlichen Hauptbecken, kann ich das auch hier unten machen. Also sprich, ich gebe die entsprechenden Daten hier an und kann auf Volumen berechnen gehen. Aber ich habe ja noch ein Technikbecken unten drunter und dementsprechend gebe ich hier oben 625 Liter gesamt an. Obwohl, das ist auch nicht ganz richtig. Ich müsste, ganz, ganz wichtig, ich gehe mal auf 600, weil es sind ja dementsprechend auch weniger Liter drin wegen meinem Gestein. Ist wahrscheinlich sowieso sogar noch weniger, aber das lassen wir jetzt erstmal so. Also 600 Liter Gesamtvolumen. So, dieses Tool hat die Möglichkeit, ich kann hier meine Tiere eintragen, meine Wasserwerte habe ich euch schon öfters gezeigt, dass ich dementsprechend hier meine entsprechenden Wasserwerte drin habe. Ich bekomme eine Gesamtanalyse gezeigt. Alles sehr geil, sehr toll gemacht. Den Salzgehalt kann ich einstellen, ich kann mir meine entsprechenden Salze hier oben aussuchen aus der Datenbank. Dann das entsprechende Rezept, wo ich hingehe, wie ich mein welches Versorgungssystem ich habe. Ich kann hingehen und mir einstellen die Anpassungsgeschwindigkeit, mit der ich die Werte anpasse, und wir kommen jetzt im Ende, dann wird mir auch gesagt, wie ich meine Stammlösungen hier teilweise anzusetzen habe. Und
kommen wir zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen wissen, was wir für einen täglichen Verbrauch haben. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal das dauerhafte Ausgleichen. Das ist erstmal das tatsächliche Ermitteln des entsprechenden Wertes, was ich am Tag dazugeben muss. Und ich habe hier unten das Tool, wenn ich ein Problem habe, beziehungsweise wenn mein Wert tiefer ist, dann sagt mir das Tool, was ich entsprechend machen muss, um meinen Wert on top auf meine bestehende Versorgung ausgleichen muss. So, gehen wir jetzt nochmal hier zurück zum dauerhaften Ausgleichen, also sprich meine entsprechende Menge, die ich tatsächlich brauche, zu ermitteln. Ich habe jetzt hier oben den Wert 420 fürs Calcium eingetragen und hier unten den Wert 400. Also sprich, die 420 sind in dem Fall der Wert, den ich am ersten Tag gemessen habe, und hier unten gebe ich den Wert an, den ich dann an dem entsprechenden Tag gemessen habe. So, dann gebe ich noch die Anzahl der Tage ein hier unten. So, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich habe das Ganze über 4 Tage gemessen, gehe einen Tab weiter, dann ändert sich hier oben rechts auch der entsprechende Wert. So, ich habe es aber über 2 Tage gemessen, einen Tab weiter. So, und er sagt mir hier, ich habe am Tag einen Verbrauch von 10 Milligramm. Und um diese 10 Milligramm dauerhaft auszugleichen, also sprich immer auf den gleichen Level zu halten, muss ich 55 Milliliter meiner entsprechenden Flüssigkeit, also sprich der Calciumflüssigkeit, in diesem Fall ist das, glaube ich, lass mich nicht lügen, die 1 beim Balling Light, und dementsprechend wird das hier auch so angegeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein anderes Versorgungssystem wechsle, nehmen wir mal das ATI Essentials Pro. So, wir haben 2 Flüssigkeiten, einmal das Calcium und einmal den KH. Und das gleiche Spiel hier, ich habe 420 gemessen, ich habe hier 400 gemessen. Er sagt mir hier auch, ich habe 10 Milliliter am Tag, und hier schmeißt er mir den Wert raus, den ich dann am Tag zu dosieren habe für mein Becken auf das entsprechende Volumen. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr geil finde. Ich habe in diesem Tool hier alles drin, was ich brauche, um mit meinen entsprechenden Versorgungssystemen vernünftig umzugehen. So, das ist der tägliche Verbrauch. Jetzt haben wir die Problematik, dass wir hier und da dann schon mal festgestellt haben, verdammt nochmal, das ist jetzt, das Becken hat den Verbrauch angezogen, ich muss ausgleichen. Wir gehen jetzt einfach mal nicht unbedingt vom Calcium aus, sondern vom KH. Das ist eigentlich realistisch, und wir sagen, wir haben einen Wert von, nee, nicht 75, 7,5. 7,5 habe ich gesagt. So. Jetzt gibt er mir hier dementsprechend an, ich habe meine Grunddosierung für mein KH, habe ich sowieso. Die habe ich mir vorher ja über das dauerhafte Ausgleichen ermittelt. Und hier kann ich ermitteln, was ich noch on top draufpacken müsste, um den Verlust, den ich gemessen habe, also sprich, das Ziel sollten 8 sein, ich möchte zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel, mein KH soll bei 8 sein und gemessen habe ich 7,5. Und ich möchte jetzt wieder auf meine entsprechende Höhe kommen, das heißt, um in meinem Gesamtsystem dann den Wert wieder anzuheben, schreibt er mir hier vor, Alkalität erhöhen, innerhalb eines Tages 21 Milliliter dazugeben. So, das ist jetzt einerseits, um wieder auf diesen Wert zu kommen. Jetzt habe ich natürlich die Problematik, dass das jetzt zwar 21 Milliliter sind, und ich muss auch wissen, was ich dementsprechend, in welchem Zeitraum ich das gemessen habe. Das wird hier nämlich nicht angegeben. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe vor einer Woche habe ich den Wert 8 gemessen an einem Sonntag, und am nächsten Sonntag habe ich gemessen, oh, 7,5. Das sind ja 7 Tage dazwischen. Das heißt, diese 21 Milliliter könnte ich jetzt nehmen und durch 7 teilen. Das heißt, es wären 3 Milliliter am Tag mehr. Ich muss wissen, zwischen welchen Zeitraum ich diese unterschiedlichen Messergebnisse habe. Dann kann ich hingehen und diese 21 Milliliter auf die entsprechenden Zeitraum aufteilen und on top auf meine Versorgung draufgehen, um tatsächlich hinzugehen, wie es hier im Endeffekt auch ist, um eine Gesamtzahl zu kriegen. Kann man so machen, oder man geht tatsächlich hin und ermittelt nochmal
die Werte, den Ausgangswert, den gemessenen Wert nach Tag X und dann kriegt man die Gesamtmenge, die man tatsächlich braucht. Ja, dann haben wir da hier drin noch drin die Nährstoffversorgung, die ich momentan noch nicht habe. Brauche ich auch nicht, weil mein Becken genug Nährstoffe hat. Ich werde es aber für das Projektbecken brauchen. Und da werde ich dann auch nochmal drauf kommen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ein Rechner ist ja drin, um verschiedene Umrechnungsgrößen anzugeben. Und der Status hier unten sagt mir eigentlich nur, ob ich verbunden bin, ob ich ein gültiges Abo habe und ob alles soweit okay ist. Gut, gehen wir wieder zurück auf die Großansicht und ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Ja, Leute, ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, es gibt Hilfsmittel, die man bezahlen muss und ich muss nochmal darauf hinweisen, ich werde für dieses Video nicht gesponsert, nicht bezahlt, um irgendwas zu sagen. Ich bin genauso User wie jeder andere auch. Das nur mal nochmal hinten on top drauf. Ich finde den Aquakalkulator sehr geil und im Endeffekt muss natürlich auch Leistung bezahlt werden. Deshalb habe ich da kein Problem mit, das jährliche Abo zu bezahlen. Wir investieren so viel Geld in unsere Aquarien, wenn ich bedenke, wie viel Geld da hinten alleine für Technik, Korallen etc. pp. Investiert wird. Da ist noch ein kleiner Obolus in meinen Augen, ja, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es gibt aber viele Leute, die sich halt darüber aufregen, das verstehe ich halt nicht. Es muss ja auch, dieses Tool muss ja entwickelt werden, da sitzen Leute hinter, die sich da Mühe geben und wie gesagt, das ist meine Meinung dazu. Und ja, kommen wir nochmal zu dem zurück, was wir im Endeffekt hier machen wollten, beziehungsweise gemacht haben. Also wie gesagt, einerseits gibt es die Möglichkeit, das Ganze auszurechnen über dieses Tool, wo im Prinzip schon fast alles drin ist. Und zum anderen gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich rechne es mir selber aus. Da muss ich natürlich dann allerdings wissen, wie viel brauche ich, um Menge X zu erhöhen, wie zum Beispiel beim KH mit dem Natriumhydrogencarbonat. Ich muss die entsprechenden Mengen wissen, ich muss wissen, wie ist es gesättigt. Da wird es dann schon wieder kompliziert. Und wie gesagt, da sehe ich dann im Endeffekt bei so einem Tool, ist eine sehr, sehr gute Hilfe und ich arbeite schon jahrelang damit und kann mich eigentlich nicht genug über dieses Tool beschweren. Okay, er ist jetzt neulich, vor einigen Jahren, glaube ich, hingegangen und hat dieses Abo-System mit eingebracht. Und so nach und nach ist es halt so bei verschiedenen Systemen, wie zum Beispiel dem Fauna Marine Balling Light, wenn man sich da ein Starter-Set kauft, ist ein entsprechendes Abo dabei. Eine Freischaltung ist dabei für den Aquakalkulator. Wie gesagt, alles in allem. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein kleines bisschen näher bringen, wie man seinen Verbrauch ermittelt, was man dafür nehmen kann. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, abonniert ihn doch bitte und aktiviert die Glocke, damit ihr auch mitkriegt, wenn ich mal wieder einen raushaue, wie jetzt zum Beispiel. Das war mal neben der Spur mal eben ein Video rausgehauen. Thorsten, ich hoffe, ich konnte dir dementsprechend helfen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer. Ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Walter. Ciao.